Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Marktanalyse des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik rund um Smart Metering. Ihr könnt es ja hier auch schon sehen. Warum geht es mal wieder darum? Es wurde eine neue Version veröffentlicht. Wir hatten die allererste ja schon zu Beginn von 2019. Damals gab es noch keine großartigen Entwicklungen. Dann gab es Anfang 2020 die Version 1.1 und Version 1.1.1, die praktisch ein kleines Mini-Update hatte, redaktioneller Natur. Und jetzt, wenn wir nämlich hier runter scrollen, sehen wir tatsächlich die Marktanalyse Version 1.2. Und genau darum soll es jetzt gehen. Diese ist nämlich ganz aktuell veröffentlicht worden. Hier steht das offizielle Veröffentlichungsdatum 30. Oktober 2020. Das ist allerdings nicht ganz korrekt. Wie auch schon im anderen Video erwähnt, kam die ja gar nicht rechtzeitig raus. Es ging auch durch die Fachpresse, dass sie sich ein bisschen verzögert. Tatsächlich, meiner Erkenntnis nach, kam die jetzt erst fast 2 Wochen später. Also ungefähr einen Tag, bevor ich dieses Video gerade am Freitag, den 13. November, aufzeichnen. Jedenfalls, diese Marktanalyse soll ja immer darstellen, wo ist der Smart Metering Markt aktuell angekommen, wo steht er technisch, auch gerade in Bezug auf die regulatorischen und rechtlichen Voraussetzungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz und eben auch in Bezug auf die diversen Anforderungen des BSI, des Bundesamts hier, und der anderen eichrechtlichen Vorgaben und so weiter, die wir zum Beispiel von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt her haben. Wo steht einfach dieser Markt? Wo stehen die Smart Meter? Weil diese ja auch ausgerollt werden sollen mit gewissen Fristen und Quoten, die jedes Jahr erfüllt werden sollen. Und genau für diesen Zweck wird diese Veröffentlichung also jährlich normalerweise Ende Januar vorgenommen, aber jetzt eben auch nochmal Ende Oktober, weil es ein paar minimale Entwicklungen im Markt gab, die hier auch wiedergespiegelt werden sollen. Wir können hier sehen, in der Version 1.2 gibt es vor allem Aktualisierungen nach weiteren Zertifizierungen. Darum geht es hier vor allem. Wir gehen einfach mal komplett durch. Wir erkennen dann schon im Inhaltsverzeichnis, dass wir 2 weitere Seiten haben. Insgesamt sind es 39 Seiten, während wir davor in der letzten Variante 37 hatten. Irgendwas muss sich also geändert haben. Und wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, dann sehen wir tatsächlich entlang dieser ganzen Punkte keine Änderungen. Erst hier bei 3.5 Integration der Smart Meter Gateways in die Marktkommunikation. In der vorigen Version ging es hier nämlich vor allem um die Marco 2020 und den Übergang vom Interimsmodell zum Marco 2020. Das Thema ist ja mittlerweile ein bisschen weiter vorangeschritten, sodass wir hier jetzt 3 Unterkapitel finden namens Marco Strom, Marco Gas und Absicherung der Marktkommunikation. Gerade wenn wir über Marco Gas sprechen, dann werden sich die alten Füchse rund um die Marktanalyse schon fragen, Gas war ja bisher ein eher untergegangenes Thema, ist ja auch im Rahmen des Smart Meter Rollouts ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Und es gibt sowieso ein paar regulatorische Rahmenbedingungen, die da anders laufen, also beim Strom Smart Meter Rollout. Wir werden sehen, was dahinter steckt, warum das jetzt plötzlich hier so aufkommt. Dann finden wir im großen Kapitel 4 ein paar Änderungen. Unter anderem ist nämlich die 4.1 neu. Die bezieht sich jetzt auf die Allgemeinverfügung zur Feststellung der technischen Möglichkeit. Das ist das, was mit der letzten Marktanalyse parallel veröffentlicht wurde. Diese Feststellung, ja, wir haben diese 3 voneinander unabhängigen Hersteller von Smart Meter Gateways. Das war die Allgemeinverfügung, die dann gesagt hat, jetzt startet der Rollout der intelligenten Messsysteme offiziell. Der ist jetzt hier also auch nochmal im Kapitel 4.1 neu aufgekommen. Dementsprechend haben sich die vorigen Kapitel im Bereich 4 aus den vorigen Marktanalysen einmal nach hinten verschoben. Die vorige 4.1 ist jetzt die 4.2 Einsatzbereiche für intelligente Messsysteme. Hier ist neu das erste Teilkapitel Roadmap-Prozess und Stufenmodell. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Und in der 4.3 ist vor allem neu die 4.3.3, neue Messeinrichtungen für Gas-SLP. Wir merken, oh, Gas scheint eine gewisse Rolle zu spielen. Das sind im Großen und Ganzen auch schon die Änderungen, die sich in der Kapitelstruktur ergeben haben. Jetzt können wir ja mal durchscrollen. Wir gehen aber vor allem auf die größeren Änderungen ein. Es gibt diverse minimale redaktionelle Anpassungen, die sind aber nicht inhalts- oder sinnändernd und deswegen brauchen wir da jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
Es startet eigentlich so richtig schon hier bei Tabelle 1, die Übersicht zur Kompatibilität verschiedener Zählerhersteller mit den Smart Meter Gateway-Herstellern. Die sagt im Großen und Ganzen aus, welche Gateway-Modelle, die zertifiziert sind oder in der Zertifizierung noch sind mit welchen typischen Zählerherstellern tatsächlich kompatibel, Hardware- und Software-seitig, Schnittstellen und so weiter. Und ja, gab es natürlich Änderungen, weil es neue Geräte gibt, weil es Änderungen an den Geräten, an der Konfiguration gibt und so weiter. Und hier sehen wir nämlich vor allem dann, welche Sparten können hier wie miteinander reden. E ist natürlich Elektrizität, also für uns als Strom-Smart Meter Interessierte im Moment am interessantesten. Aber gerade die Mehrspartenfähigkeit ist ja eine der wichtigen Services, die mit der Smart Meter Infrastruktur auch kommen sollen. Deswegen natürlich auch Gas und Wärme und Wasser relevant sind. Das kann man sich im Detail anschauen, wenn man Interesse daran hat, welche Geräte miteinander am besten arbeiten können. Dann gehen wir direkt mal weiter, scrollen schon mal auf die Seite 16, weil sich hier im Großen und Ganzen nichts geändert hat, nur ein bisschen was am Layout, deswegen ist hier eine Tabelle anders. Aber hier kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, Status der Produktzertifizierung nach dieser Richtlinie. Spricht nämlich über die zertifizierten Smart Meter Gateways. Ja, das eigentlich entscheidende Thema, über das wir auch immer, um das sich alles gedreht hatte. Wir brauchten ja drei Hersteller, damit dieser Startschuss kommen kann. Und tatsächlich haben wir mittlerweile einen vierten. Theben AG hat es nämlich auch schon im Juli geschafft, darüber haben wir ja auch berichtet, dass sie mit ihrem Conexa Smart Meter Gateway auch die BSI-Voraussetzungen erfüllt haben und dementsprechend hier jetzt mit drin gelandet sind. Wir erkennen aber auch noch, dass es eine fünfte Zeile gibt, denn PPC, Power Plus Communication, die als allererste zertifiziert worden sind, bereits Ende 2018, die haben es geschafft, jetzt auch rezertifiziert zu werden mit entsprechenden Updates, also Software-Updates, Funktionalitäts-Updates, die mitgelaufen sind. Die kamen auch tatsächlich erst zum 30.10.2020 hier offiziell mit rein, was vielleicht auch der Hintergrund ist, warum diese dezente Verzögerung in der Veröffentlichung der neuen Marktanalyse gekommen ist. Die ist zwar offiziell am 30.10. hier benannt, aber die kam halt später raus. Das ist ja dann trotzdem nicht ganz richtig. Gehen wir direkt mal noch weiter. Hier drunter ist ja dann noch die weiterführende Liste der Hersteller, die noch in der Zertifizierung sind, das waren vorher 6 Stück, jetzt sind es natürlich 5 Stück, weil ganz klar, Theben hat es ja geschafft. Die sind jetzt oben bei den erfolgreich zertifizierten Herstellern. Bei den Sicherheitsmodulen hat sich nichts geändert. Gehen wir mal direkt weiter auf diese Seite. Hier gibt es eine Layout-Änderung beim Überblick über die Baumusterprüfbescheinigung. Weil wir jetzt ja 4 Stück haben, sind die nicht mehr in einem Aufbau praktisch mit 3 Spalten ineinander, sondern jetzt sind es praktisch hier die beiden und darunter die beiden anderen. Also das seht ihr dann einfach, wenn ihr den optischen Vergleich euch anschaut, dass diese jetzt hier anders nur gelayoutet sind, weil es einen weiteren erfolgreichen Hersteller gibt. Gehen wir mal noch weiter zur Tabelle Nummer 7 hier. Und zwar die Übersicht der als Smart Meter Gateway Administratoren zertifizierten Unternehmen mit dem aktuellen Stand. Hier gibt es tatsächlich eine Änderung, denn jetzt haben wir in der Gesamtanzahl plötzlich 41. Das waren vorher 39. Hier kamen also noch ein paar mit dazu. Die Reihenfolge ändert sich natürlich auch, weil sie praktisch chronologisch ist entlang dem Enddatum der Zertifizierung. Die demnächst auslaufenden sind ganz vorne, die am längsten zertifizierten sind ganz unten. Deswegen ist die Reihenfolge natürlich eine andere geworden. Und jetzt ist es natürlich auch interessant, dass hier ein paar potenzielle Gateway-Administratoren zu sehen sind, deren Zertifizierung noch in diesem Jahr auslaufen würde. Gerade hier 30.10. ist er jetzt aktuell ganz relevant. Entweder sind diese also jetzt gerade noch in einem Rezertifizierungsprozess oder lassen das auslaufen und sind dann auch nicht mehr als Administrator am Markt vorhanden. Das werden wir dann entsprechend auf der Webseite des BSI sehen können und natürlich auch in der nächsten Veröffentlichung, die ja wieder im Januar, also relativ bald, kommen sollte.
Dann schauen wir mal noch weiter. Auf Seite 25 haben wir die Übersicht der Zertifizierungsdienstleister für die Smart Meter Public Key Infrastructure, also die Verschlüsselungstechnologie und Authentifizierungstechnologie, die hier für die Kommunikation mit dem Smart Meter Gateway genutzt werden kann. Hier gibt es nämlich jetzt tatsächlich auch, wenn ich mich recht entsinne, einen weiteren, nämlich 12 entsprechende Dienstleister, die sogenannten Sub-CA-Dienstleister. Wenn ich das richtig sehe, ist nämlich die Darts GmbH dazugekommen. Die waren vorher noch nicht dabei, es waren vorher 11 Stück. Das heißt, auch hier eine kleine Änderung, ein weiterer Anbieter am Markt vorhanden. Und dann können wir eigentlich mal ein kleines Stück runtergehen. Jetzt, wenn wir nämlich in dem Gesamtkapitel Integration des Smart Meter Gateways in die Marktkommunikation ankommen, haben wir erwähnt, das ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Hier war ja vorher vor allem nochmal der Hinweis auf die Marco 2020 zu sehen. Im Großen und Ganzen sind es hier bekannte Hinweise darauf, wie die Marktkommunikation Strom ist eben läuft mit der Marco 2020 und den diversen Rahmenbedingungen, die sich ja nun durch die Integration der ersten Smart Meter Gateways, der ersten intelligenten Messsysteme auch schon ergeben haben. Aber interessant, vor allem interessant für mich ist hier gerade dieser Bereich Gas. Und das können wir fast sogar mal komplett vorlesen. Anders als im Stromsektor hat der Gesetzgeber im Messstellenbetriebsgesetz für den Gassektor die Möglichkeit eingeräumt, dauerhaft vom Grundmodell abweichende Regelungen zu treffen. Und mit der Festlegung aus der Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 7, ist von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht worden. Und dementsprechend wird der Netzbetreiber auch zukünftig als zentraler Punkt für den Datenversand der Messwerte im Gassektor vorgesehen sein. Im Strombereich ist ja diese Verantwortung vom Netzbetreiber zum Messstellenbetreiber übergegangen, jeweils zum grundzuständigen oder wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Und auch diese tatsächliche Abtrennung dieser Marktrolle Messstellenbetreiber ist für Gas jetzt erstmal nicht umgesetzt. Im Gasbereich wird weiterhin erstmal im Großen und Ganzen der Netzbetreiber die Datendrehscheibe für die Messwerte sein, für die Gasenergiemengen, die gemessen werden. Sind dementsprechend also für die Aufbereitung der Messwerte, Plausibilisierung und Ersatzwertbildung und die Datenübermittlung an berechtigte Empfänger zuständig. Für die Anbindung von Messeinrichtungen Gas verpflichtet die Festlegung dieser Beschlusskammer die Marktbeteiligten, einheitliche Vorgaben hinsichtlich der Anbindungsprozesse und der Kommunikation zu erarbeiten. Untereinander zu erarbeiten. Das heißt, die Marktteilnehmer sollen auch hier schlussendlich die Branche, damit auch die Branchenverbände wieder selbst ausarbeiten, wie diese Anbindung der Zähler an die Kommunikationsinfrastruktur stattfinden soll. Es wird sich also zeigen, was sich jetzt tatsächlich etabliert, weil verschiedene bekannte Zähler in diesem Smart Meter Infrastruktur können ja auch einfach Gas und auch andere Sektoren problemlos mit ablesen und aufnehmen und dementsprechend weiterverarbeiten, schicken an das Gateway und so weiter. Wir werden sehen, wie das Ganze tatsächlich am Markt umgesetzt wird. Also ob wir hier klassische Schnittstellen verwenden, wie wir sie im Strom kennen, aber praktisch die Prozessverantwortung hier ein Stück weit einfach beim Netzbetreiber verbleibt, was nicht das Problem wäre, wenn Netzbetreiber gleichzeitig als grundständiger Messstellenbetreiber sowieso im Stromsektor auch zuständig ist. Wenn nicht, dann wird es da einfach eine gewisse Teilung geben, aber das macht dann hier und da zum Beispiel wirtschaftlich nicht mehr unbedingt Sinn, entsprechende Infrastrukturen auszurollen, die voneinander unabhängig funktionieren und dann eigentlich mehr Kosten verursachen, als der Zweck reinbringen würde. Werden wir sehen. Es gibt jetzt zumindest erstmal hier nochmal die klare Aussage, hey, für Gas gibt es einfach ein paar andere Rahmenbedingungen, die auch noch untereinander von den Marktteilnehmern zu erarbeiten sind. Das ist natürlich relativ spannend, aber hier steht auch nochmal der letzte Satz. Somit ist auch die Marktkommunikation im Gassektor hinreichend geregelt, um die Anbindung von Messeinrichtungen Gas an das Smart Meter Gateway zu ermöglichen. Ja, manchmal macht man es sich halt auch leicht. Wichtig auch nochmal jetzt dieser neue Punkt 353 Absicherung der Marktkommunikation. Unabhängig von der Frage, durch welche Stelle die Aufbereitung und Kommunikation der Messwerte erfolgt, muss zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit die Kommunikation verschlüsselt erfolgen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir erinnern uns ja auch noch wenige Jahre zurück und da war die Verschlüsselung auch gerade im EDIFACT-Bereich teilweise gar nicht vorhanden oder nur sehr fragwürdig vorhanden.
Hier bezieht man sich natürlich vor allem darauf, dass wir im Strombereich schon ganz klar die Smart Meter Public Key Infrastructure nutzen, um eben Zertifikate auszustellen für die berechtigten Marktteilnehmer, und dann können die sich authentifizieren und damit auch verschlüsselt kommunizieren. Man kennt das teilweise von der E-Mail-Verschlüsselung, dieser Logik dahinter. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll auch die Marco zwischen Akteuren im Energiemarkt entsprechend abgesichert werden. Die Rahmenbedingungen hierfür werden derzeit diskutiert und abgestimmt. Bis zum Abschluss dieser Abstimmung erfolgt die Absicherung, also die Verschlüsselung der Marktkommunikation mittels S/MIME. Und S/MIME ist bekannt aus der E-Mail-Verschlüsselung. Also mit S/MIME-Zertifikaten. Und jetzt kommt hier noch was Wichtiges. Der Fahrplan für die weitere Digitalisierung der Energiewende sieht die Absicherung der Marco im Energiemarkt mit Hilfe der Smart Meter Public Key Infrastructure ab 2022 vor. Dieser Fahrplan für die weitere Digitalisierung, werden wir ja auch gleich nochmal haben, ist hier im Großen und Ganzen etwas, was sich in diesem größeren Thema der Digitalisierung der Energiewende auch wiederfindet. Dort haben wir ja auch die Standardisierungsstrategie für die Smart Meter Gateway Infrastruktur, die dann eben für verschiedene andere Cluster wie Elektromobilität, Smart Home und Smart Grid auch genutzt werden soll. Und natürlich auch für Smart Metering und Submetering. Da gibt es also noch diverse Abstimmungsprozesse innerhalb der Politik und des Gesetzgebers und der Branchenvertreter. Da gibt es auch diverse Arbeitsgruppen, die sich miteinander austauschen, zum Beispiel die Arbeitsgruppe Gateway Standardisierung aus dem Bundeswirtschaftsministerium und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die dann eben auch mit Marktvertretern da über verschiedenste Dinge sich immer noch austauschen. Kapitel 4, wie erwähnt, ist ja so ein bisschen angepasst, weil wir hier bei 4.1 diese Allgemeinverfügung reinbekommen haben. Der Opener war genau identisch. Hier in der Allgemeinverfügung wird das einfach nochmal darauf hingewiesen, naja, wir haben die halt Anfang des Jahres veröffentlicht. Damit ist diese Feststellung, dass es genügend Hersteller gibt, auch da. Damit ist der Rollout der intelligenten Messsysteme auch offiziell gestartet. Danach kommen diverse Punkte, die wir so auch immer noch kennen. Außer hier bei 4.2.1 genau diese Roadmap, Prozess- und Stufenmodell-Thematik nochmal zu sehen, die wir gerade eben angesprochen hatten. Die Weiterentwicklung der intelligenten Messsysteme erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Roadmap-Prozesses. Aha, der Roadmap-Prozess soll die Einsatzbereiche analysieren und technische Eckpunkte ermitteln, die durch den Standardisierungsausschuss des Wirtschaftsministeriums bestätigt werden. Ja, okay. Die technischen Eckpunkte enthalten den aus dem Stufenmodell abgeleiteten Anpassungsbedarf etc. 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 Es gibt hier also einen Prozess, bei dem immer noch ausdiskutiert wird, was sind jetzt eigentlich die Funktionalitäten und die Weiterentwicklung der Smart Meter Infrastruktur, wie kommen wir hier voran und wie können wir diverseste Anwendungen jetzt auch genau darauf abstimmen und die dann auch am Markt entsprechend etablieren. Die aktuell im Stufenmodelldokument in Ausarbeitung befindliche Stufe 3 thematisiert das Zielbild für die BSI-Standards in 2021. Das Stufenmodell wird derzeit mit den Fachkreisen diskutiert und abgestimmt. Nach erfolgreicher Abstimmung erfolgt die Erarbeitung der technischen Eckpunkte Anfang 2021, die dem Ausschuss Gateway-Standardisierung, haben wir auch gerade erwähnt, dann vorgelegt werden. Heißt, ganz viel, worüber wir jetzt so geredet haben, was demnächst hier wichtig sein wird, ist aktuell gar nicht festgelegt und wird immer noch ausdiskutiert in den diversen Fachkreisen und wird dann dementsprechend auch erst in der Zukunft genauer dargelegt werden können. Das überrascht jetzt nicht mega, weil wir ja trotzdem in diesem Jahr verschiedenste Einschränkungen entlang der Covid-Pandemie hatten, deswegen auch verschiedenste Arbeitsgruppen sicherlich auch in diesem Kontext sich nicht mehr unbedingt live getroffen haben oder nur vermindert getroffen haben, und das hat halt viele Sachen ausgebremst, ist schon klar. Gleichzeitig hilft das nicht unbedingt der Branche, das Ganze operativ umzusetzen, wenn immer noch ganz, ganz vieles relativ unklar ist und auch unklar bleibt. Wir haben hier in der 422, wo es um Smart Metering und Submetering geht, einen neuen Absatz rund um Wärme- und Warmwasser. Hier gibt es ja jetzt auch noch aktuell mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, was zum 1. November ja in Kraft tritt, steht hier ja auch verschiedene Rahmenbedingungen nochmal geschaffen. Es geht ja auch darum, dass zum Beispiel bei dem Neubau von Gebäuden verschiedenste Obergrenzen an
ja, oder bestimmte Voraussetzungen an Energieeffizienz geschaffen werden müssen und dann natürlich auch verschiedene Daten immer wieder geholt werden müssen. Wir haben bisher sowas wie den Energieausweis, aber das muss ja auch noch immer weiter unterteilt werden und wird noch ein bisschen komplexer und diffiziler. Und genau da wird es dann in Zukunft interessant, wenn eine Smart Meter Technologie schlussendlich alle Sensordaten zusammenzieht und dann auch auswerten kann oder eben zur Auswertung weiterleiten kann. Und genau da ist es dann interessant, nicht nur Strom und Gas, sondern eben auch Wärme und Wasser aus einer Infrastruktur heraus nicht nur auslesen zu können, sondern eben auch analysieren zu können und genau diese anderen gesetzlichen Voraussetzungen auch erfüllen zu können. Aber auch hier, naja, da ist noch viel, da wird noch viel, viel Zeit vergehen, ehe wir dort tatsächlich zu einem konkreten Ergebnis kommen. Sowohl im Kapitel zum Smart Grid als auch im Kapitel zur Smart Mobility haben wir jeweils den Hinweis, dass noch Themen, insbesondere im Rahmen der Stufe 3 des Stufenmodelldokuments, thematisiert werden. Haben wir ja gerade erwähnt, gibt es noch nicht. Ist immer noch in der Ausarbeitung, also auch hier Stufe 3 des Stufenmodelldokuments thematisiert. Ja, so ist das hier eben. Können wir einfach mal weitergehen? Wir haben dann in der 433 eine kleine Anpassung, nämlich es ist ein neues Kapitel namens Neue Messeinrichtung für Gas. Wir sprechen ja hier in dem Gesamtkapitel 4.3 von den Eibergruppen für das Smart Meter Gateway. Da finden wir verschiedene Rahmenbedingungen und auch später noch die Zahlen und auch jeweils eine Einschätzung für die Verbrauchsgruppen. Aber interessant ist, hier ist natürlich dieser Bereich Gas. So, gemäß Messstellenbetriebsgesetz sind neue Messeinrichtungen für Gas im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes bei registrierender Leistungsmessung ab 2025 an ein Smart Meter Gateway anzubinden. Liegt keine registrierende Leistungsmessung, also keine RLM, vor, also ist es SLP, dann muss die Anbindung ab dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Anbindung technisch möglich ist. RLM ab 2025, SLP, sobald es technisch möglich ist. Ausweislich der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung, die haben wir ja oben gesehen, das war das, wo das Layout ein bisschen geändert wurde, sind die derzeit zertifizierten Smart Meter Gateways von PwC, Dr. Neuhaus, EMH und Theben für die Messwerterfassung bei Gas mit den diversen Tarifanwendungsfällen 1 und 6 eichrechtlich zugelassen. Mit der Festlegung aus der Bundesnetzagentur sind die regulatorischen Grundlagen für die Anbindung von SLP-Gaszählern geschaffen, sodass die erfassten Messwerte im Rahmen der MAKO verteilt und zur Abrechnung gebracht werden können. Die Verfügbarkeit geeigneter SLP-Gaszähler, die an ein Gateway angebunden werden können, wird durch die Erhebung des BSI belegt. Die Ergebnisse der Erhebung sind nämlich ganz am Anfang dargestellt. Das war diese Kompatibilität der Gateways mit den Zählern, ganz am Anfang. Die Voraussetzungen für eine Anbindung von neuen Messeinrichtungen Gas, SLP, sind daher erfüllt. Eine gesonderte Markterklärung seitens des BSI wird praktisch nicht erfolgen. Das heißt, das BSI sagt, Gas RLM ab 2025, Gas SLP ist jetzt möglich. Aha, interessant. Also, wir haben natürlich im Smart Meter Rollout bisher vordergründig von Strom gesprochen, aber hier ist eine ganz klare Aussage. Neue Messeinrichtung für Gas ist ab sofort auch ganz klar möglich, an das Smart Meter Gateway anzuschließen. Super, super Infos. Damit kann auch der Gas-Rollout ordentlich losgehen. Da haben wir ja auch gar nicht genügend Baustellen, jetzt gerade zum Beispiel im Rahmen der Marktgebietszusammenlegung, der gesamten Umstellung von L auf H-Gas und der diversen COF 11 und dann auch nochmal COF 12 Änderungen, die da demnächst kommen. Richtig spannend. Wir haben im Bereich des Kapitels 435 bei steuerbaren Verbrauchseinrechnungen in der Niederspannung auch nochmal was Interessantes, nämlich der Hinweis auf die Weiterentwicklung des Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Da geht es ja genau um die steuerbaren, schlussendlich auch deswegen vielleicht netzdienlichen oder netzorientiert steuerbaren flexiblen Verbrauchseinrichtungen. Und hier wird darauf hingewiesen, dass es dort eine 14a Novelle durch das BMWI geben wird. Wird aktuell mit Fachkreisen diskutiert. Und das heißt, eine entsprechende Rechtsänderung wird noch passieren. Wahrscheinlich im nächsten Jahr 2021 werden wir den 14a nochmal novelliert finden. Das kann man hier herausziehen.
Und in der 436 rund um EEG und KWKG-Anlagen gibt es ganz am Ende nochmal einen neuen Absatz rund um die EEG-Novelle 2021, über die wir ja genügend hier auf dem Kanal auch schon gesprochen haben, die also auch nochmal darauf hinweist, naja, es gibt nun mal genau da die Frage zum Beispiel, werden Smart Meter Gate oder werden intelligente Messsysteme bei Einspeisern ab 1 Kilowatt oder bei Einspeisern ab 7 Kilowatt eingebaut? Ist eine riesige Frage, die gerade bei den kleinen Anlagen dann auch sofort die Wirtschaftlichkeit nämlich in Frage stellt oder eben bestätigen kann. Und hier wird nur noch mal darauf hingewiesen, naja, der Gesetzgebungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, daher können wir uns hier auch noch nicht abschließend dazu äußern. Wie an vielen anderen Stellen dieser Marktanalyse. Danach die Zahlen der Einbaufälle haben sich natürlich jetzt nicht geändert. Das ist immer noch der gleiche, das Literaturverzeichnis. Hier wird auch nochmal diese Fahrplan Digitalisierung des BMWi verlinkt. Kann man sich alles nochmal anschauen. Und das war es dann auch schon mit der Marktanalyse des BSI rund um den Smart Metering Markt. Mit der aktuellen Veröffentlichung Version 1.2. Ja, also natürlich hat sich jetzt noch nicht so unfassbar viel getan. Und an vielen Stellen haben wir immer noch Baustellen, wird immer noch viel diskutiert. Vielleicht sind wir bis Januar, wenn die nächste reguläre Veröffentlichung kommt, da ein Stück weiter. Das werden wir bis dahin sehen, hoffentlich. Naja, habt ihr erstmal Fragen oder Anmerkungen zu der ganzen Thematik, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.